Kölner Botschaft. Unter dem Titel Kölner Botschaft haben heute prominente Kölner nach den Silvesterübergriffen eine Botschaft für Toleranz und gegen Gewalt unterzeichnet. Diese Botschaft wurde unter anderem im Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht. Darin stehen vier Forderungen. Erstens keinerlei Toleranz für sexuelle Gewalt. Zweitens Kampf gegen bandenmäßige Kriminalität. Drittens Aufklärung des behördlichen Versagens. Viertens Schluss mit der fremdenfeindlichen Hetze. Deutschland bleibt ein gastfreundliches Land. Wir, die katholische Religionsklasse 6BD, haben uns bereits im vergangenen Jahr für Flüchtlinge engagiert und Angebote zum Deutschlernen entwickelt und auf unserem Blog gepostet. Wir finden die Aktion Kölner Botschaft gut und wollen auch etwas dazu beitragen. In Religion haben wir auch über andere Religionen gesprochen. Und wir haben uns das Video vom Papst angesehen. Wir wissen, dass alle Religionen auf eine Weise gleich sind und alle irgendwie an einen Gott glauben. Und dass alle Religionen Liebe und Mitmenschlichkeit wichtig sind. Wir sind eine gemischte Gruppe. Auch in unserer Klasse sind Kinder mit ausländischen Wurzeln. Zum Beispiel Italien, Polen, Mazedonien, Griechenland, Japan, Holland, Belgien, Albanien, Südkorea, Schweden, Russland, Österreich und Frankreich. Uns ist es aber wichtig, dass sie uns alle gleich und respektvoll behandeln. Das leben wir täglich im Unterricht und auch außerhalb der Schule in unserer Heimatstadt Köln. Wir haben im Unterricht auch über die Vorfälle von Köln gesprochen. Wir finden das schrecklich. Wir möchten nicht, dass es so etwas in unserer Stadt gibt. Das tolerieren wir auf keinen Fall. Aber wir wollen auch nicht, dass jetzt einfach gegen Menschen gehetzt wird, die irgendwie anders sind. So etwas gibt es in unserem Land nicht. Es ist gegen unsere Verfassung und Grundgesetz und ganz besonders gegen unser kölsches Grundgesetz. Helft alle mit, dass wir zusammen eine bunte Gemeinschaft werden und bleiben. Eure Best Rally Kids. Helft alle mit!